Liebe Freunde, ich spreche eigentlich frei. Ich habe es mir diesmal aufgeschrieben, damit ich auch danach noch weiß, was ich gesagt habe. Ich möchte Sie zunächst begrüßen und beglückwünschen. Und nicht nur Sie, sondern auch das Präsidium der Volkspolizei Berlin zu dieser größten Demonstration in der Geschichte der DDR. Sie nehmen mir ja meine kurze Redezeit. Die als erste nicht von oben, sondern von unten organisiert, aber auf dem Rechtsweg beantragt und genehmigt worden ist. Ich hoffe sehr, dass diese Demonstration gewaltfrei bleibt und dadurch ein Stück gewonnene Kultur wird. Vor wenigen Wochen im Deutschen Theater sagte ich, unser Ziel muss sein, dass die Polizei friedliche Demonstranten schützt und damit den Namen Volkspolizei rechtfertigt. Heute zeigt sich, in welch kurzer Zeit hier ein erheblicher Fortschritt möglich war. Die ungenehmigten Demonstrationen der letzten Wochen haben ganz sicherlich ihren Beitrag zur Wende in unserem Land geleistet. Und wir werden uns hoffentlich an rechtlich genehmigte und geschützte Demonstrationen als Ausdruck politischer Kultur gewöhnen müssen. Aber wir wissen, dass jetzt andere Formen noch wichtiger werden. Neue, auch politische Strukturen, wirksame Parlamentsarbeit, neues ökonomisches Denken und vor allem der Ausbau der Rechtsordnung. Sie haben gerade zwei Artikel der Verfassung und einige Paragraphen des Strafgesetzbuches gehört. Alles Paragraphen aus den Kapiteln Staatsverbrechen und Straftaten gegen die staatliche Sicherheit. Vielleicht verstehen jetzt einige besser, weshalb die Rechtsanwälte in ihrer leider vom ADN nicht vollständig, aber doch in wesentlichen Teilen veröffentlichten Erklärung ein neues Strafrecht und vor allem die Überarbeitung dieser beiden Kapitel gefordert haben. Diese Strafbestimmungen sind geprägt von einem übertriebenen und falsch verstandenen Sicherheitsbedürfnis, obwohl doch klar ist, dass die beste Staatssicherheit immer noch die Rechtssicherheit ist. Die Verfassung selbst ist gut, obwohl auch sie entwickelt werden kann. Vor allem gilt es aber, die Grundrechte der Bürger nach der Verfassung auszubauen und zu sichern. Kein Gemeinwesen kommt gegenwärtig ohne Staat aus. Auch wir brauchen den Staat und die Staatsautorität. Und niemand kann ein Interesse daran haben, dass die glücklicherweise geringe Kriminalitätsrate in der DDR steigt. Aber wir brauchen eine Kontrolle des Volkes durch demokratisch gewählte Kontrollgremien über den Staat, auch über seine Sicherheitsbereiche. Jeder Machtmissbrauch muss ausgeschlossen oder doch zumindest streng geahndet werden. Wir brauchen ein neues Wahlrecht und das nun auch offiziell vorgeschlagene Verfassungsgericht. Und wir brauchen mehr Rechtsanwälte. Meine Bitte an den Magistrat von Berlin:
Gebt uns endlich Räume, damit wir Rechtsanwälte aufnehmen können, nicht für uns, sondern zur Erhöhung der Rechtssicherheit der Bürger. Wenn ich versuchen würde, Forderungen nach Dienstleistungen und Rechtsstaatlichkeit in einem Satz zusammenzufassen, dann würde ich sagen, jeder Haushalt soll über ein Telefon verfügen und die Bemerkung, das möchte ich dir lieber nicht am Telefon sagen, sollte für immer der Geschichte angehören. Applaus